Herr Bürgermeister, liebe Stadtregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer hier im Saal und im Internet. Salzburg ist in der glücklichen Lage, mit Ihnen, Herr Hofrat Marco Feingold, einen Zeitzeugen zu haben, der im wahrsten Sinne des Wortes nicht müde wird, seine Erinnerungen und Mahnungen uns mit auf den Weg zu geben. Und es möge auch mir gestattet sein, Ihnen daher im Namen des Gemeinderat Club NEOS sowie allen NEOS-Entitäten Ihnen die besten Wünsche und vor allem unsere absolute Hochachtung für Ihr Tun, Ihr Wirken zu überbringen. Die NS-Zeit war eine furchtbare Zeit, das in Worte zu fassen, ist wahrscheinlich für uns alle nicht möglich. So wie viele Teile der Bevölkerung und unterschiedliche Berufsgruppen in die Gräuel und in den Rassenwahn der Nazis verwickelt waren, so muss ich auch für meinen Berufsstand, für den Berufsstand der Ärzte sagen, dass auch wir hier sehr belastet sind. Belastet, weil Kolleginnen und Kollegen Menschenversuche im KZ durchgeführt haben, und es ist bis zur Vernichtung von jüdisch und andersdenkenden Kolleginnen und Kollegen gekommen. Das macht mich persönlich betroffen. Es macht auch das Verbrechen, das die Nazis begangen haben, macht auch uns im NEOS Club betroffen. Und ich denke auch, alle, die hier sind, macht das betroffen. Und für uns war es daher nach der Konstituierung im Club klar, dass wir hier auch ein Zeichen setzen wollen. Und so war es uns eine große Ehre, gemeinsam mit Ihnen durch Cornelia Töni im Jahr 2015, ein Jahr nach der Konstituierung, die letzten Zeugen nach Salzburg zu bringen. Es ist ein Theaterstück, das im Landestheater unter Ihrer wesentlichen Mitwirkung aufgeführt wurde. Es war für alle, die teilnehmen konnten, auch für mich ein bewegendes Erlebnis. Das Theaterstück wurde dann auch ein zweites Mal aufgeführt vor Schülerinnen und Schülern. Wir sind in der glücklichen Lage, ich habe schon gesagt, dass wir einen unermüdlichen Mahner und Zeitzeugen haben. Für mich ist es wichtig, dass die Politik, und das tut sie heute auch, ein klares Zeichen setzt, dass wir den Dialog mit den letzten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen fördern und forcieren. Und es ist vielleicht auch ein ganz kleines Geburtstagsgeschenk der Stadt an Sie, dass wir das heute hier machen. Und es ist uns eine große Ehre, dass Sie heute hier sind. Neben der individuellen Erinnerungskultur in vielen Familien von uns hat die öffentliche und die gesellschaftliche Erinnerungskultur aus meiner Sicht mit der Waldheim-Affäre begonnen. Seit diesem Zeitpunkt, und das begrüßen wir ausdrücklich, besteht ein aktiver Dialog und es kristallisieren sich braune Flecken auch in unserer Gesellschaft und in unserer Vergangenheit heraus. Und ich denke, im dritten Jahrtausend dürfen wir uns dem stellen und damit auch beschäftigen. Und ich möchte hier exemplarisch drei Punkte nun herausgreifen. Das eine ist die Benennung von Straßenflächen, von Straßennamen. Hier kommt langsam Bewegung hinein. Die Stadt wird einen Amtsbericht verabschieden. Das ist also angekündigt für den nächsten Gemeinderat. Und wir sind gespannt, welchen Zusatzantrag die Bürgerliste hier bringen wird, sodass wir zu einem guten und möglichst einstimmigen Ergebnis kommen. Ich darf aber in dem Zusammenhang auch daran erinnern, dass bereits 2013 die Wiener Historikerkommission unter Professor Rathkolb einen entsprechenden Bericht über belastete Straßennamen herausgegeben hat. Auf diese Erkenntnisse kann die Stadt natürlich gerne zurückgreifen. Ich denke, das ist ein erster wichtiger Schritt. Gleichzeitig dürfen wir uns aber, was die Straßennamen betreffen, nicht nur auf die NS-Zeit fokussieren, sondern ich denke, es ist durchaus auch legitim, einen Schritt weiter zurückzugehen in die Monarchie oder in die Erste Republik, wo Straßen
nach Personen, die völkisch-rassistische und antisemitische Äußerungen getätigt haben, benannt sind. Ich denke hier exemplarisch ohne Vollständigkeit zum Beispiel an die Stelzhammer Straße, an die Billrothstraße, mein Berufsstand, oder auch an die Felix-Dahn-Straße. Das zweite ist die Kunst im öffentlichen Raum. Wenn ich mit dem Fahrrad, und ich fahre immer öfters mit dem Fahrrad ins Schloss, dann fahre ich an dem stumm sitzenden Paracelsus vorbei, der da steht im Kurgarten, ohne Hinweisschild, ohne mahnende Worte. Ich denke, hier sind wir gefordert, etwas zu unternehmen. Und das Dritte sind nach wie vor rechtsextreme Vorfälle in der Stadt, die mich betroffen machen, sei es mit Beschmierung von Stolpersteinen oder von Fassaden mit entsprechenden Parolen, aber auch ein offen zur Schau getragener Rassismus und Rechtsextremismus in Form der identitären Bewegung. Einiges, und das ist auch schon gesagt worden, wurde schon in Angriff genommen. Die Publikation des Stadtarchivs, die Stadt Salzburg im Nationalsozialismus, ist hier ein sehr gutes Beispiel. Hervorheben möchte ich auch die individuelle Aufarbeitung der Parteien. Die SPÖ bzw. der BSA hat hier eine entsprechende Aufarbeitung gemacht. Die ÖVP hat das gemacht. Die FPÖ hat das angekündigt. Das ist gut so. Wie Sie vielleicht wissen, werde ich in den Landtag wechseln und ich werde Ihnen auch versprechen, was das betrifft, hier genau hinzuschauen, mich auch weiterhin entschieden gegen jede Art von Rassismus und Antisemitismus auszusprechen. Die aktive Erinnerungskultur, gibt es für mich zwei Beispiele. Das Mahnmal am Residenzplatz, das wir vor wenigen Wochen eröffnen durften, und weiterhin die Stolpersteine, die auch in dieser Stadt angebracht werden. Uns NEOS ist es auch wichtig, allen Mitwirkenden hier zu danken und vor allem auch dir, liebe Inge Haller, für deine Initiative, meine Anerkennung auszusprechen. Was ist uns wichtig? Wichtig ist uns, dass wir auch weiterhin jede Art von Rassismus und Antisemitismus aktiv ansprechen und das auch aufzeigen. Leider ist der Antisemitismus nicht nur eine Erscheinung von rechts, sondern es gibt auch manche muslimische Einwanderer, die das vertreten. Dagegen werden wir uns auch entsprechend auftreten. Zum Schluss darf ich noch einen Wunsch zum Ausdruck bringen, einen Wunsch, der uns hier im Gemeinderat betrifft. Wir glauben, wir wissen, dass nur Aufklärungsarbeit dazu beitragen wird können, dass das nicht mehr geschehen wird. Wir haben im Jahr 2014 zwei Bildungsprojekte eingereicht. Das eine war eine Stadtführung durch das jüdische Salzburg und das zweite war also eine wesentliche Unterstützung der Stadt Salzburg für Exkursionen in das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen und Dachau. Das war 2014. Das ist bis jetzt leider nicht umgesetzt und ich denke, Herr Bürgermeister und Herr ressortführender Vizebürgermeister, es wäre jetzt, glaube ich, an der Zeit, auch Hofrat Feingold hier ein weiteres Geschenk zu machen und diese Bildungsprojekte umzusetzen. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich habe es angekündigt, mit 13. Juni werde ich eine neue Aufgabe erfüllen, auf die ich mich freue. Es waren 4 intensive Jahre der Zusammenarbeit und ich hoffe, dass es noch viele weitere in anderen Funktionen befindliche Tätigkeiten und Zusammenarbeit werden. Dankeschön. Gut, dann hätte die Frau Magister Haller, bitte.